Herzlich willkommen, euren Freunde, um 6.44 Uhr. Ja, heute mal etwas früher, denn wir brauchen noch zwei Grillen. Waren zwei? Ich glaube zwei. Ich guck mal eben nach. Einmal die Singgrille und die normale Grille. Die gibt es von 17 bis 8 Uhr. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt für 6.30 Uhr, damit ich noch schnell Zähne putzen kann und sowas. Ja. Jetzt sind wir hier und suchen diese Grillen. Ich bin noch ein bisschen müde, aber vielleicht lege ich mich gleich noch mal eine Stunde hin. Weiß ich aber noch nicht. Weiß ich noch nicht. Oh, da haben wir eine. Das ist für eine. Eine. Oh, eine Singgrille. Zumindest, du musst nicht mehr alles machen. Cool. Um gefunden zu werden. Das ist natürlich sehr gut. Dann haben wir schon mal eine. Fehlt nur noch die normale Grille. Das ging erstaunlich schnell tatsächlich. Das ist sehr gut. Das ist echt gut. Hier sehe ich jetzt noch nichts. Okay. Nee. Ist Rainer da? Oh ja, Rainer ist da. Da können wir gleich auch nochmal vorbeischauen. Nachdem wir die... Oh, ach, das Unkraut. Oh Leute, ich bin ein bisschen lost. Nee, ey. Ah, will ich noch da links herkommen? Gucken wir mal eben. Sie können überall sein, Leute. Überall. Aber bis jetzt sehe ich leider nichts mehr. Was hat... Oh, das wäre, glaube ich, eine gewesen, oder? Bin mir nicht sicher. Ich habe auch schon wieder komplett vergessen, wie die andere aussieht. Oh, warte. Dich fange ich noch eben. Eine Singgrille, okay. Ist egal. Hier. Oh, noch nicht ganz nah dran. So, perfekt. Was war bitte neues Rezept? Bitte. Ein Bandana. Also, ich habe einen Piratenhut bekommen von Gillevar. Ist ganz cool. Ist ganz cool. Heute Abend kommt außerdem die Ubisoft Forward. Da werden sie viele Spiele ankündigen und so. Ich bin gespannt. Da weiß ich zumindest hundertprozentig, dass da kein Harry Potter angekündigt wird, weil das nicht Ubisoft ist. Das ist schon mal eine positive Nachricht. Das heißt, ich muss nicht allzu viele Hoffnungen darauf setzen. Ja. Hier haben wir außerdem die Feuergrille. Die werden wir gleich auch abgeben. Die habe ich nämlich zwischendurch gefangen. Ich dachte mir so, oh, die ist ja rot. Cool, die fange ich mir. Und dann war es tatsächlich eine neue. Habe ich mir also nicht eingebildet. Das ist schon mal persönlich ganz gut. So, wie findet man denn eine Grille am besten? So, so, oder? Das ist sie nicht. Doch, das ist sie. Warst du unterwegs zu einer Grillparty? Oh, der war so schlecht. Okay, dann geben wir mal kurz das Zeugs ab. Das ging schneller als erwartet tatsächlich. Ach, oh. Warte, das ist ja eh genug. Wir wollten zum Museum. Ich habe oben außerdem alles ausgefüllt. Das heißt, ich könnte jetzt auch langsam weitermachen, dass das Museum dahin kommt. Dann haben wir hier unten nämlich wieder ein bisschen mehr Platz. Huch. Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von Nimmerland. Wie darf ich Ihnen helfen? Ich will etwas stiften. Eine Singgrille. Oh nein, eine Singgrille. Wieso muss man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Lass sie hören. Oh, ach so, gut. Wenn das so ist, Hüste. Der Ruf der Singgrille kündet den Herbst an. Und ich muss zugeben, ihr Gesang ist ganz reizend. Nicht so reizend ist es, wie sie den Ton erzeugt, indem sie ihre Flügel aneinander reibt. Puh, ihr geht schlimmer noch. Singgrillen verlieren gelegentlich zwei ihrer vier Flügel. Und die bleiben dann einfach so dort liegen, wo jeder darüber stolpern kann. Man sollte einmal ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden. Ach, okay. Zwei Flügel verlieren. Oh, das ist aber echt schade. Muss ich auch sagen. Stimmt, geht der eine Flügel kaputt, wenn sie direkt alle vier benutzen.
Oh nein, eine Feuerlibelle. Wieso muss man nicht so... Lass hören. Ich will gar nicht abschreiten, dass die abscheuliche Feuerlibelle über ein gewisses Maß an Eleganz verfügt. Sie setzt ihre vier Flügel nicht ungeschickt ein, um auf der Stelle zu schweben oder zu manövrieren. Doch die Adern auf diesen Flügeln, welch ekelerregenden Anblick. Man mag ja kaum hinsehen, wenn man... Was, wann war Aerodynamik je so abstoßend? Na, in jedem Fall, Dankeschön für diese Spende. Ja, ich hab noch was für dich. Da wirst du dich auch freuen, oder? Hier, eine Grille. So. Ja. Eine Grille, die Frage muss gestellt werden. Ja. Rein. Ich guck mal eben schon mal hier nach Rainers Schatzkutter. Ne? Damit ich gleich da gucken kann. So, lass hören. Oh, ach so gut, wenn das so ist, Wüste. Ach, wo soll man nur anfangen, wenn es um Grillen geht? Zum Beispiel damit, dass sie nachtaktiv sind. Einzig und allein mit... Was? Einzig und allein mir zum Tod, könnte man annehmen. Bekannt sind sie natürlich für ihr Zirpen. Das entsteht, wenn sie ihre Flügel aneinander reiben. Manch einem gefällt dieses Geräusch, doch mich erinnert es nur an ein verstörendes Faktum. Und zwar, dass sich die Ohren einer Grille gleich neben ihren Knien befinden. Da werden mir ja selbst die Knie ganz schwach. Alles klar. Super. Damit haben wir das Museum, glaube ich, für diesen Monat tatsächlich schon zu Ende gebracht. Aber das schauen wir uns dann ein anderes Mal an. Jetzt gehen wir eben noch zu, hier, zu Rainerchen. Wir bekommen außerdem einen neuen Bewohner. Da können wir vielleicht auch mal eben hinlaufen. Dann zeige ich euch das Schild, wer da einziehen wird. Ich habe gestern tatsächlich gesucht mit 17 Meilen-Tickets. Der erste war direkt so ein Wikinger, so eine Wikinger-Kuh. Die hätte ich dann eigentlich auch nehmen sollen, aber ich habe es nicht genommen. Und das tut mir leid. Die, oh nein. Oh nein, nicht Dieter. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe wirklich nichts Cooles bekommen. Deswegen habe ich dann dem Schicksal das entscheiden lassen. Ja, nett von mir, ne? Ja, sehe ich auch so. Warte, ich weiß gar nicht, wo ich hier hin muss. Ich muss hier nach oben, dann nach rechts, dann hierher. Und dann wieder über die Treppe. Hallo Reini, Reiniger. Wenn das nicht mein Lieblingscousin ist. Ja, ich weiß. So, die Mona Lisa, ich glaube, die haben wir schon, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Erstmal anschauen, bitte. So. Da gibt's keine Augenbrauen. Berühmt Gemälde. Ja. Ich würde das Bild gerne größer haben. Also habe ich es groß. Okay, das sieht ja schon eigentlich danach aus, dass das das Richtige ist tatsächlich. Ja, das ist die Richtige. Okay, cool. Haben wir direkt gefunden. Sehr schön. Das kaufen wir. Ja. Bin dabei. Oh Gott, ich habe Glück gehabt, dass ich noch Geld dabei hatte. Ich habe nämlich gestern irgendwas gekauft. Boah, ich weiß nicht mehr was. Ich weiß echt nicht mehr was. Habe ich denn gestern hier gekauft? 560 oder habe ich, oder war das noch der Kredit, den ich also irgendwas gemacht habe? Naja. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's mit Animal Crossing für heute. Wir sehen uns dann. Nachher kommt, glaube ich, noch eine Runde Among Us. Zusammen mit 6 Leuten oder sowas.
und wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito, haut rein, bleibt wach und... Oh, die Flaschenpost, die gönnen wir uns aber hier noch. Aber was bekommen wir? Oh, eine Palmenlampe. Oh, die haben wir aber schon. Okay, dann tschüss, Leute. Tschüss.